Vor über 50 Jahren gründete Stefan Schumacher seine Orgelbaumanufaktur, die viele Jahre am Eupener Wertplatz ihren Stammsitz hatte. 1991 zog das Unternehmen unter der neuen Geschäftsführung des Sohnes des Firmengründers nach Balen. Und jetzt kehrt Guido Schumacher wieder nach Eupen zurück. Im Langestal, unweit der Wesertalsperre, entstand in einem Industriegebäude die Werkstatt für den Bau der Königin der Instrumente. Hier werden nun solch herrliche Orgeln wie jene für die Methodistenkirche im estnischen Tallinn gebaut. Ein kunsthandwerkliches Meisterwerk. Es ist eine ganz moderne Kirche mit einer ziemlich speziellen Akustik. Der Grundriss der Kirche ist fünfeckig, ganz steil aufragende Wände und es musste auch architektonisch irgendwas gemacht werden, was ganz originell war. Und wir haben dann den Wettbewerb eigentlich gewonnen, dadurch, dass wir ein Modell gemacht haben, ein Modell geschickt und das gefiel ihnen auf Anhieb so gut, dass der Auftrag dann an uns erteilt worden ist. Rund 6000 Arbeitsstunden sind notwendig, um ein solches Instrument zu bauen. Dazu wird an Maschinen gearbeitet, die man nicht gleich mit feinen Orgelklängen in Verbindung bringen würde. Neben Tradition ist auch stets Innovation gefragt. So nahm Schumacher in Zusammenarbeit mit einem Konsortium ausgewählter europäischer Orgelbauer, dem Fraunhofer-Institut in Stuttgart und verschiedenen technischen Hochschulen an der Entwicklung eines neuartigen Windsystems für Orgeln teil. Schumacher wird nun weltweit die erste Orgel mit diesem System bauen. Aber der Ausgangspunkt einer jeden Orgel ist zunächst einmal Holz. Dann gilt es, die Pfeifen zu erstellen. Seit rund 10 Jahren verfügt Orgelbau Schumacher über eine eigene Metallpfeifenwerkstatt. Mittlerweile zählt das Unternehmen 15 Mitarbeiter und ist die größte Orgelbaumanufaktur Belgiens. Der Umzug in eine geräumigere Werkstatt war unumgänglich. Eigentlich war es schon lange mein Wunsch, in die deutschsprachige Gemeinschaft zurückzukehren. Und dann war es eigentlich auch, dass wir in Balen zu eingeengt waren. Und ich suchte eigentlich ein größeres Gebäude mit, wo wir wirklich eine Infrastruktur aufbauen können, die allen unseren Erwartungen entspricht. Und dann habe ich hier das gefunden und das eignet sich vorzüglich, muss ich sagen. Auf 2100 Quadratmetern werden nun neue Orgeln gebaut oder die Restaurierung historischer Instrumente vorbereitet. So finden sich in den Lagerhallen auch Pfeifen aus mehreren Jahrhunderten. Die ältesten stammen aus dem Jahre 1592. Orgelbau ist ein Beruf mit Zukunft. Und so wird auch demnächst noch manch herrliches Instrument den Weg vom Eupener Langestal in Kirchen und Konzertsäle finden.